Ja, willkommen zurück in Tropico. Wie Pretzel auch schon wieder unseren Chat zugespammt hat und dann vom Bot geblockt wurde. Das. Ach nee. Okay, gut. Wir müssen irgendwie noch Zucker rankriegen. So, wir haben momentan die Unterstützung von allen noch einigermaßen. Kann ich helfen? Oh, stechen, töten, einen Unfall anordnen oder einweisen. Tropico eben. Okay, das wird aber erst später interessant, wenn wir nachher nicht mehr von der Krone abhängig sind. Das sind wir ja momentan noch. Zumindest war es ja in den anderen Teilen immer so, dass wir da ja ein bisschen drauf achten mussten, immer in der Gunst der Krone zu bleiben. So. Kommt hier Zucker. Von der Plantage. Zucker. Er hat 500 Zucker dabei. Aber es kommt nicht im Lager an. Oder es wird direkt. Das kann nicht sein. Das kann nicht direkt weggehen, oder? Sonst würde ich es ja hier sehen. Hier würde ich es sehen. Wir haben noch 0 von 600 exportiert. Zucker. Jetzt haben wir 500 Zucker hier drinne. Wie viel sollen wir exportieren für den Auftrag? Ach, ich bin doch doof. So. Zucker. 600. 500 haben wir im Lager. Müsste nur noch eine Lieferung kommen. Und wir haben die Forschung für kostenloses Wohnen abgeschlossen. Das heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, dass unsere Einnahmen noch weiter in den Keller gehen. Hier würde ich erstmal das Budget wieder runternehmen. Wir müssen ja auch ein bisschen darauf achten, auf was unser Geld macht. Denn das war ja auch nicht unbedingt gut. Wirtschaft, Einnahmen der letzten 12 Monate und Ausgaben der letzten 12 Monate. Obwohl, es geht eigentlich. Wir müssen mal irgendwas auf unser Schweizer Nummernkonto irgendwie rüberkriegen. So. Beute, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Wir sollen einen Überfall abschließen. Das Tutorial habe ich übrigens nicht gespielt, deshalb weiß ich das wahrscheinlich jetzt auch nicht. Einkommen ist... Oh, das kostet aber... Das kostet aber eine Menge. Was tut denn das Ding jetzt? Habe ich das nicht vorhin irgendwo einstellen können? So ganz sehe ich mit den Menüs noch nicht durch. So, jetzt haben wir exportiert. Und wir haben 500 exportiert. Okay, da fehlen noch 500. Ananas. Felle. Die gehen auch direkt hierher. In die Gerberei. Und jetzt wird daraus Leder gemacht. Und jetzt ist auch dieses komische Zeichen da. Okay, das hat wirklich nur eine Weile gedauert dann. Na gut. Ist ja nicht schlimm, solange es irgendwann mal anläuft. So, was haben wir denn hier noch? Zucker haben wir wieder runtergestellt. Dann gucken wir mal ganz kurz nochmal in den Eimer nach. Wir haben zwei obdachlose Bürger nur noch. Okay, das geht. Dafür können wir ja hier hinten rein, theoretisch. Hier haben wir das nämlich noch nicht aktiviert. Hier könnten wir noch sagen, die sollen stapeln. Dann müssten wir doch eigentlich hoffentlich... Ich weiß nicht, wo noch eine Hütte steht. Da irgendwo müsste ja rein theoretisch noch eine Hütte stehen, wenn wir noch zwei Obdachlose haben. Müssen wir mal sehen, wo das ist. Weil ich sehe sie gerade nicht. Also wahrscheinlich haben die sich noch keine Hütte gebaut. Oder aber das ist eine falsche Anzeige. Kann natürlich beides sein. Arbeitslose sind auch noch 7. Aber das haben wir ja schon abgeschlossen. Okay. Zustimmung bei den Revolutionären. Da müssen wir nochmal gucken. Dafür müssten wir Beute abschließen. Das wäre ganz wichtig. Aber wo habe ich denn das gemacht? Verdammt. So, hier könnten wir jetzt unser kostenloses Wohnen aktivieren. Kostet uns 500. Ich weiß nicht, ob wir bei den Kommunisten jetzt einen besseren Ruf brauchen. Ich glaube, das kommt erst später dann. Wo wir uns dann für eine Seite mal entscheiden müssten. Ich glaube, das ist hier jetzt noch nicht. Und hier kommt offensichtlich auch zu wenig an.
Müssten wir vielleicht noch eine Farm bauen. Ja genau, eine Farm brauchen wir noch. Noch eine Rinderfarm hier hinten hinsetzen. Die könnte man hier vielleicht so ein bisschen in die Ecke quetschen. Müsste man jetzt nur noch mal mit der Straße verbinden. Aber das müsste ja eigentlich rein theoretisch funktionieren. Zup. Oh, warum snappst du denn immer da rein? Eigentlich will ich da. Na gut, dann machen wir das so. Ja genau, bauen noch einen schönen Bogen. Das Wegebauen ist nicht ganz so leicht. Das geht echt nicht. Ich kann auf dieses... Warum kann ich auf dieses Feld nicht gehen? Was ist das für ein Blödsinn? Oh je. Okay. Na gut. Sei es dem Spiel verziehen. Es ist ja erst seit heute draußen. Von daher geht das ja noch. So. Was macht denn unser Export? Wir haben noch ca. 500 auf Lager, das heißt, die müssten eigentlich exportiert werden. Und das heißt, wir müssten den Auftrag abschließen können, weil 21 Monate noch. Wie lange braucht der nächste Frachter? Der kommt in einem Monat. Ja, locker. Das schaffen wir doch locker. Da kriegen wir nämlich nochmal eine Mandatsverlängerung. Wie schön. Und dann können wir mal darauf achten, ob die 4 Jahre steigen. Oder ob das wirklich der Zeitraum ist, bis das. Ich glaube, das ist echt der Zeitraum, oder? Bis zum Kolonial. Also bis zum nächsten Zeitalter. Oder es ist halt eben wirklich die Zeit, wie lange wir noch an der Macht sind. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das gucken wir mal. Das probieren wir einfach aus. Dafür ist der Stream ja heute da, um mal ein bisschen zu probieren. So, hier hinten wird fleißig gebaut. Wir brauchen mehr Kühe. Also eigentlich brauchen wir nur die Felle der Kühe. Was wir mit dem Rest machen, weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt El-Präsident? Nur um sein Gesicht zu sehen. Ein dummer Spruch. Okay, wir sind jetzt bei 3 Jahren und 10 Monaten. Mal gucken, er müsste jetzt... Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Okay, wir nehmen die... Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Okay, wir nehmen die Mandatsverlängerung. Mal gucken, ob das jetzt steigt. Jo. Okay, das ist wirklich, wie lange wir noch an der Macht sind. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Denn ist das nämlich der Zeitraum. Wir sind jetzt noch 5 Jahre und 4 Monate an der Macht. So lange müssen wir halt eben schauen, dass wir noch irgendwas verbessert bekommen. Forschung. Ein Zirkus. Eine Bibliothek. Haben wir die nicht schon? Was haben wir denn hier gebaut? So eine Bibliothek. Was sollen wir denn dann noch machen? Was bringt mir das? Moment. Achso, das ist ein Arbeitsmodi dafür. Eine Kirchengebühr, Bücher. Besucher von Religionsgebäuden zahlen eine Gebühr von $1. Senkt die Effizienz von Religionsgebäuden um 15%. Verschlechtert den Ruf bei den Religiösen um 5. Verbessert den Ruf bei den Kapitalisten um 5. Okay. Kinder werden bei der Bestimmung des Wohlstands einer Familie nicht mit einbezogen. Die Verordnung kostet monatlich $3 pro Kind. Erhöht die Einwanderungsrate um 50%. Die Chance, dass jeder Einwanderer ein Krimineller ist, steigt um 300%. Sie erhalten eine monatliche Zahlung in Höhe von $100. Erhöht die Unterhaltskosten von Transporteurhäfen, Touristen und Hafenanlagen um 50%. Boote, Frachter, Touristenschiffe und Transportschiffe sind um 5%. Na gut. So wirklich gefällt mir hier nichts. Also die Kirchengebühr würde ich vielleicht machen. Das könnten wir mal gucken, ob das uns was bringt. Und jetzt könnten wir hier noch einen neuen Handel mal abschließen mit Gold. Gummi, Kaffee, das haben wir alles nicht. Wir hätten Rum, Tabak hätten wir aber. Zucker hätten wir natürlich auch. Wie viel Tabak haben wir denn? Moment, wir gucken mal ganz kurz. Aber das ist ja immer wieder weg. Das stimmt, das ist ja immer wieder weg. Aber Zucker müssen wir doch eigentlich jetzt... Das läuft doch jetzt. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen nochmal Zucker, und zwar 3600, wie viel Zeit haben wir denn dafür? Ist da eine Zeit? Nö, ne? Wir gucken mal, eigentlich dürfte da kein Zeitraum sein, oder? Läuft 0 Tage. Ne, okay, wir haben da kein Zeitlimit, das ist gut.
das könnten wir eigentlich dann mit dem Tabak auch machen. Wir haben ja Tabak, wir stellen ja Tabak her. Oder stellen wir Tabak her? Ananas? Tabak, ja, stellen wir her. Okay, könnten wir dann also mit dem Tabak also praktisch auch machen. Ja, wobei, da lassen wir erstmal 700, das weiß ich nicht. Sie haben keine Frage. Okay, wir haben nur eine Handelslizenz. Okay. Ich kaufe mir jetzt keine, aber gut zu wissen, dass wir nur eine haben. Und unser Ruf bei den Revolutionären ist leider ein bisschen gesunken. Was ist denn hier jetzt los mit eurem Überfall? Gedöns hier? Wenn ich wüsste, wo das war. Ne, das ist Inforaster. Das sind die... Ach, hier, Überfälle. Mein Gott, bin ich blöd. Okay, Piraten sammeln sich. Piraten brechen auf. Mission wird durchgeführt. Piraten kehren zurück. Klingt ja erstmal gut. Überfallpunkte minus 1993. Was ist das? Na, nicht, dass die Mission fehlschlägt und wir nachher abgesetzt werden. Das wäre natürlich dumm. Aber das Volk liebt uns momentan mit 94%. Das ist wirklich gut. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Wer weiß das schon? So, gut. Hier wird ja geforscht, das ist klar. Können wir denn jetzt noch irgendwas bauen, was jetzt irgendwie noch uns irgendwie weiterbringt? Eine Anlegestelle ermöglicht Bürgern und Touristen das Besteigen von Booten. Per Boot reisende Menschen können an Anlegestellen docken. Das wäre nachher interessant, wenn wir die zweite Insel machen, glaube ich. Bergwerk haben wir jetzt auch noch gar nicht. Haben wir überhaupt einen Fischerhafen? Nee, ne? Das besitzen wir gar nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwie eine Ressource in der Nähe. Hab noch gar nicht geguckt, ob wir irgendwo Fisch hätten. Guck mal. Oh, wie süß, ein Delfin. Den fangen wir doch aber nicht weg, wenn wir jetzt einen Fischereihafen bauen würden, oder? Wir gucken mal. Hier wäre Ressource Fisch. Hier müsste es eigentlich funktionieren. Kann ja nicht schaden, auch mal ein bisschen Essen für die Leute hier sich zu beschaffen. Sieht man das hier? Gesamtzufriedenheit, wo sind die eigentlich unzufrieden oder so? Nahrung ist ganz okay. Ach Gott, haben wir noch nicht mal eine Taverne oder so? Doch, eine Taverne haben wir, da waren wir, da war der El Presidente vorhin schon drin. Wo ist der jetzt überhaupt? Ich werde Geschichte schreiben, mit der Hand, wenn nötig. Er geht zur Kapelle. Ich werde Geschichte schreiben, mit der Hand, wenn nötig. Ach, diese Sprüche. Ich hab's vermisst.